Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren, Drucksache 6817 zu 6606 aus 20. Berichterstatter ist der Herr Müller. Ich gucke mal Herrn Bellino an, ob Sie einspringen können. Wunderbar. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzter Kollege Rudolph, es geht um den Tagesordnungspunkt 17, wenn ich das richtig sehe, Ausführungsgesetz zum Gesetz für die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt im Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Das Votum war einstimmig. Danke, Herr Bellino. Dem einstimmigen Votum aus dem Rechtsausschuss folgend haben wir jetzt auch keine Aussprache vorgesehen und werden auch diesen Gesetzentwurf dann heute Abend abstimmen.